Viermal fand der Stadtwerke Ahrensburg Cup bereits statt. Drei davon konnte der SC Viktoria Hamburg für sich entscheiden. Und auch in der fünften Auflage hat es Vicky bis ins Finale geschafft. Der heutige Kontrahent heißt TSV Sasel. Die Saseler gerade mit dem Selbstvertrauen des frisch gewonnenen Wandsbek Cups angereist, wollen natürlich auch den zweiten Erfolg in Folge feiern. Den besseren Start in diese Partie erwischt allerdings Vicky. Erst ist es Luca Ernst, der an Lasse Erichsen scheitert und in der Folge dann nochmal Dennis Bergmann und Matthäus Keim, die den starken Saseler Schlussmann nicht überwinden. Das Halbfinale gewann der SC Viktoria mit 4:2 gegen Bramfeld und auch im Endspiel haben sie die besseren Gelegenheiten. Allerdings dauert es relativ lange, bis das erste Tor der Partie fällt. Von Sasel ist lange Zeit nichts zu sehen, doch in der vierten Minute fast aus dem völligen Nichts die Führung. Marc-Oliver Thym mit dem 1:0 für den Oberliga 5. Und Vicky muss jetzt natürlich antworten. Und diese Antwort dauert nicht lange, um genau zu sein. 2 Minuten. André Monteiro Branco mit dem Ausgleich in der 6. Spielminute nach Vorlage von Felix Schumann. Und kurz danach die Riesengelegenheit für den TSV Sasel. Oguzhan Senol ist für den Favoriten SC Viktoria im allerletzten Moment noch dazwischen. Und dann kommt es, wie es kommen musste. 2 Minuten vor Schluss. Felix Schumann nach Vorlage von André Branco mit dem 2:1. Vicky dreht also das Spiel. Und weil Samir Feizi 1 Minute vor Schluss auch noch das 3:1 draufsetzt, sieht es ganz danach aus, als würde der SC Viktoria auch die 5. Auflage des Stadtwerke Ahrensburg Cups gewinnen. Ian Prescott-Klaus scheitert kurz vor Schluss dann auch nochmal an Lasse Erichsen. Doch das wird ihm herzlich egal sein. In der Folge spielt Vicky das Ding einfach nur noch kurz runter und dann ist es soweit. Der SC Viktoria holt sich zum 4. Mal den Pokal in Acht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.